Aloha, Rico hier vom Profanation Channel und wir spielen wieder Super Mario World. Ja. Unfassbar, aber wir spielen wieder Super Mario World, ja. Wir sind jetzt im Tal von Bowser. Der hat da so ein schönes Neonlicht in seiner Festung und da ist scheinbar herbe die Party. Seine Lava leuchtet auch ganz cool. Gucken wir uns mal den ersten Level an. An den erinnere ich mich eigentlich noch ganz gut. Ja. Das ist der Mount Temple Level. Den habe ich als Kind aus irgendeinem Grund immer wieder gespielt. Wow, das war knapp. Okay, da kommt der nicht durch. Das ist nur für die Yoshi-Coin, aber ich mach's trotzdem. Und nehme hier trotzdem einen Block mit. So. Den kann man nämlich ganz gut nutzen, um die Montys zu töten. Die kann man ja wirklich auf keine einzige Weise töten, außer mit Yoshi. Also man kann sie halt als Mario ohne Power-Ups einfach nicht töten, es sei denn, man hat irgendwas in den Pfoten, was man auf die draufwerfen kann. Oh, okay. Okay. Ah, sehr gut. Mit Waypoint. Die Valley von Bowser ist zum Glück relativ straightforward. Die hat nicht allzu viele Geheimnisse oder so. Ja, und hier zeigt es auch direkt, die können auf Gefahren laufen. Also halt den Teilen da. Mond. Ah, okay. Ja, und hier ist der blaue Schallpalast unersättlich praktisch. Unsagbar praktisch. Wie auch immer. Ach, schade. Muss ich hier runterfallen und dann da hoch springen. Nee, ich erschaffe scheinbar eine Brücke aus Coinblocks. Ja, Tatsache. Na, geht doch. Da muss ich durch den mittleren Gang hier. Und dann ist hier gar nichts. Oh. Ups. Okay. Gut, dass ich vorhin noch angegeben habe, dass ich den Level als Kind immer wieder gespielt habe und den noch gut kenne und... Hilfe. Das war überhaupt nicht knapp. Nö. Keine Ahnung, was das hier für ein Gang ist, aber ich renne jetzt einfach mal durch. Skurriler Gang. Aber jeder Gang macht schlank, von daher war das schon okay. Mario will ja auch ein bisschen auf seine Figur achten. Ah, hier haben wir tatsächlich was gefunden. Bonusspiel. Nein, wir hatten es doch. Rechts, links, Mitte. Ja, und da habe ich es wieder verkackt. Nun gut. Und wir sind wieder weiter zurück rausgekommen. Unfassbar. Das war dumm. Ja. Aus irgendeinem Grund kann Mario nämlich sowohl Blöcke unter als auch zur Seite von sich greifen und er greift, hat dann keine Priorität. Ja, okay, ist ein gelber Level. Das wollte ich mal kurz nachgucken. Also da gibt es keinen Secret Exit. Ja. Wie gesagt, da kann Mario dann tatsächlich beide Blöcke greifen, beide Arten von Blöcke. Deswegen gehe ich hier jetzt einfach mal durch und beachte das nicht weiter. Da oben gab es nur den einen Mond. Hier oben geht es nicht weiter, das habe ich jetzt schon 30 Mal nachgeguckt. Warum auch immer ich das die ganze Zeit nachgucke. Ah, hier geht's weiter. Okay, alles klar. Das macht Sinn. Oh, da fällt gleich ein Monty rein. Okay. Dass diese großen Montys nie wieder vorkamen, finde ich irgendwie schade. Die haben eigentlich ein cooles Konzept. Na gut. Wow. Jetzt hier oben noch irgendwas? Nö, nur ein Rundgang. Na toll. Bewaffne ich mich mal mit einem Block. Die sind nämlich urspraktisch. Ja, da oben war ja nur das Minispiel und dann kam er da wieder raus. Das Bonusgame quasi. Ah, und ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Ja. Die 26, die solide. Ja. Nächster Level, direkt daneben. Und zwar ein großer Level und auch noch ein mit einem. Ein Level mit einem Bonus-Exit. Ah ja, ich weiß, wo der Bonus-Exit ist. Ist ein bisschen tricky, wenn man es nicht weiß. Wenn man es weiß, ist es aber etwas, was man sich recht leicht merken kann. Na komm. Genau das wollte ich nicht tun. Genau deswegen habe ich nach unten gedrückt, damit der Panzer noch runterfällt und das Spiel so... Nee,
du stirbst. Ja, genau, das dazu soll es einen nämlich verleiten. Aber nicht mit mir. Na, guck, das wollte ich machen. Oh, ja, und das sind Disco-Coopers, Disco-Panzer, wie auch immer. Nee. Bam. Ja, die sind notoriös durch Kaizo Mario vor allem bekannt. Ah, wusste ich doch, dass ich da so eine Fledermaus mit Quickscopen kann. Ah, das habe ich falsch gemacht, da hätte ich mir einen Pilz holen können. Ich glaube, hier muss ich jetzt auch schon... Aha. Jetzt brauche ich nämlich eine Feder oder einen Yoshi. Man kann dann da nämlich lang. Man sieht das zwar nicht, aber... Kriegt er sogar eine Feder? Hä? Nee. Scheinbar kriegt man da einfach nur eine Feder. Ach ja, das kommt erst. Alles klar. So, und der Part hier ist echt böse. Weil der einen einfach tot quetscht. Nicht nett. Mm-mm, gar nicht. Für sowas hatte ich als Kind immer mega Panik. Ich werde auch mal Yoshi's Story Let's Playen. Und da gibt es ein Level, der hat mir unsagbar große Ängste bereitet. Ja, Yoshi's Story von allen Spielen. Ups. Das war gar nicht mal so unknapp. Das war easy. Das war dumm. Ja. Die Das war-Kette war da gerade sehr, sehr passend. Oh Mann. So. Diesmal machen wir das aber. Und zwar richtig. Genau, hier schön in die Lücke rein. Das passt ja optimal. So, und dann kann ich hier durchrennen. Das muss ich sogar. Genau, bis hierhin. Muss ich hier auch direkt wieder rennen, sonst bin ich direkt im Arsch. So, dann kann man da noch nicht laufen tatsächlich. Man muss noch mal warten. Rechts ist eine Sackgasse, was ich so urstfies finde. Wenn man da mal rüber scrollt, sieht man das. Ich hatte mir das Scrollen eigentlich gebindet, dachte ich. Naja, gut. So, da warte ich noch mal und dann renne ich durch. Also, der Level ist echt kreativ. Den finde ich cool. Aber, ja, ist halt nicht viel zu sagen. Man rennt halt die ganze Zeit eigentlich immer nur von Stück zu Stück nach links und nach rechts. Mehr ist es halt nicht. Deko, deko, deko. Ja. Und jetzt kommt der eigentlich schwere Teil. Nämlich der Secret Exit. Der ist nämlich hier drüben. Ja, da kommt man nur dran, wenn man eine Feder oder einen Yoshi hat. Wie gesagt. Ja, und das war auch schon der Secret Exit. Der führt uns zu diesem Valley Fortress. Das machen wir mal in der nächsten Folge. Wir machen jetzt erstmal nochmal den richtigen Exit hier drin. Der wirklich extrem langweilig ist, meiner Meinung nach. Ich mag den Level nicht sonderlich. Der ist ziemlich stumpf. Wenn man halt wirklich die ganze Zeit nur wartet. Das ist nicht wirklich schwer. Es hat keinen großen Anspruch. Meiner Meinung nach ist das Murks. So, da sind wir wieder. Bam. Und das ist der letzte Teil des Levels. Eigentlich recht easy. Wenn man die Switch Palaces gemacht hat, wenn nicht, dann sind die recht böse. Ja. Und damit haben wir auch den Weg zum Valley Ghost House freigeschalten. Doch, aufgrund der geringen Cut-Zahl, würde ich sagen, machen wir das Valley Fortress das nächste Mal. Bis dahin, das war's für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten. Winke, winke.